Weiter geht's bei Timberborn und vielen Dank für eure Kommentare. Und ich habe das Klagen vernommen und versuche wirklich weniger in die Pause zu gehen. Und ja, ich hoffe, es klappt. Also, ihr Lieben, ansonsten zu den Kommentaren. Das war eins der Kommentare. In Holzhausen arbeiten die Holzfäller nicht. Ja, ihr habt recht. Und ich hatte in Holzhausen eigentlich versucht, hier die Holzfällerei. Und jetzt gehen wir mal aus der Pause raus und machen mal weiter. So zu planen, dass wir hier entsprechend das Lager uns ersparen können. Das scheint aber nicht zu funktionieren. Deswegen werden wir hier hinten jetzt ein Lager hinsetzen. So, eine Sache, die unheimlich wichtig ist, ist hier vorne Schleusen hinzubauen. Ansonsten haben wir nämlich ein echtes Problem, Leute. Ansonsten können wir uns die Dinger hier nämlich sparen. Genauso wie den Teil hier vorne. Ja? Also das ist ein ähnliches Problem. Wir müssen jetzt also wirklich gucken, dass wir hier Schleusen bauen. Und das müssen wir mit absolut der höchsten Priorität machen. Ich würde hier tatsächlich sogar die Zweier bauen. Die reichen hier hin. Und das muss jetzt auch absolut die Top-Priorität bekommen, hier diese Dinger zu bauen. Alles andere ist jetzt tatsächlich erstmal unwichtig. Wir werden auch ihn hier pausieren. Aber wie gesagt, alles andere ist unwichtig. Die Dinger sind auch nicht so wichtig. Wir müssen uns jetzt wirklich um diese Schleusen hier kümmern. Die müssen in der nächsten oder die müssen in dieser Dürre hier fertig werden. So, hier kommen sie schon ran. Hier oben können wir ein paar Wege noch bauen. Wir sind ja hier schon drauf. Dann macht es in meinen Augen keinen Sinn, dass wir irgendwie nochmal unten lang gehen. Und dann können wir da nochmal zwei Treppen bauen. Die werden wir auch nochmal entsprechend mit Grün versehen. Und dann können sie da auch nochmal in Ruhe bauen. Okay, gut. Dann machen wir Geschwindigkeit 3 und versuchen hier mal ein bisschen. Kellratz ist, glaube ich, keiner von uns gewesen, Boden gut zu machen. Ansonsten, lieber Silvian Mods, du hattest das noch geschrieben, dass wir sehr gut diese Wege hier durch Flüsse ersetzen können. Das finde ich in der Tat eine ganz gute Idee, dass wir das langfristig wirklich so machen, dass wir diese Wege hier durch Kanäle ersetzen und uns quasi eine Art Neu-Venedig schaffen und wir auf diesen Wegen dann eben diese Plattform hier setzen und darauf dann die Wege erneut platzieren. Ja, das finde ich echt eine ziemlich gute Idee. Also muss ich wirklich sagen. Das könnte man auch hier machen übrigens, dass man sich tatsächlich hier lang sprengt, hier lang. Und dann von hier hinten einen Kanal baut, hier runter, dass man wirklich hier eine Zwangsentwässerung macht und das Ganze von hier hinten bewässert, denn ich wollte ja diesen Bereich auch nutzen, ne? Aber das geht im Moment nicht. Das heißt, man könnte sich überlegen, oder man macht das ganz stumpf hier lang, denn wenn man das hier wegnimmt und hier vielleicht einen Kanal durchbaut und den hier hinten lang baut, dann hat man hier wesentlich mehr Möglichkeit zur Bewässerung und zur Nutzung. Ich meine ganz ehrlich, wir sind hier vorne immer noch im orangenen Bereich. Wir können das locker bis hier oben alles nutzen. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich so, das ist tatsächlich Zukunftsmusik. Und ich würde auch die hier tatsächlich pausieren. Da will ich jetzt erstmal nichts bauen. Okay, ansonsten, wie immer, das Wochenende ist voraufgezeichnet. Freitag, Samstag und Sonntag. Ab Montag gibt es frische Folgen und da werde ich dann auch wieder auf eure Kommentare eingehen. Und jetzt bleiben wir... Heidewitzka. Ich wollte gerade sagen, jetzt bleiben wir mal dabei und gucken mal, wie schnell die hier sind. Jetzt ist der erste schon fertig. Wieso ist denn das schon fertig? Das Wieso gucken wir uns gleich an. Jetzt gehen wir tatsächlich mal... Jetzt haben wir hier überall Wasserprobleme. Und hier kommt das Wasser wieder. Ja. Wir müssen es auf jeden Fall jetzt hier mal durchlaufen lassen. Und jetzt hier tatsächlich einfach mal das Wasser auffüllen. So. Und jetzt gucken wir uns mal die Städte an. Energie, wie immer am Anfang der Folge. Und wir lassen das dabei mal auf Geschwindigkeitsstufe 2 weiterlaufen. Und nein, lieber Strategiener, du nimmst deine verdammten Finger weg von der Leertaste. Ich habe übrigens tatsächlich geguckt, ob ich die Keybindings ändern kann. Da gibt's nichts zu. Aber ist auch nicht so schlimm. Aber da zeige ich euch am Ende der Folge noch mal eine Kleinigkeit. So, jetzt gehen wir aber erstmal durch die Stadt durch. Bieberstein. Wasser, Essen genug. Kein Holz, ist auch kein Problem. Wir sind hier bei 6 Leuten. Bieberstein ist soweit ganz gut. Wir könnten hier auch eine Pumpe machen und hier ein bisschen Wasser speichern in Bieberstein. Ja komm, das machen wir nochmal. Ja, aber das soll's.
Wir machen hier nochmal eine Wasserpumpe hin. Können wir sogar... Können wir einmal hier hinsetzen. Dann machen wir hier... zwei kleine Wassertanks in Bieberstein. Und dann werden wir hier auch unser eigenes Wasser produzieren. Wir haben ja zwei Leute hier, ne? Hier in Bieberstein. Und dann sind wir hier wirklich komplett unabhängig. Okay, so. Dann gucken wir mal hier unten. Wir haben Essen, wir haben Wasser. Und wir sollten tatsächlich mal schauen, ob wir hier alles hinliefern. Aber das kriegen wir hin. Ist hier, Moment, was ist denn jetzt hier alles abgesoffen? Ach, ja, okay. Es süfft jetzt hier hinten raus. Ja, okay, gut. Das war zu erwarten. Wir müssen jetzt hier aufpassen. Das ist das, was ich meinte. Hier haben wir jetzt natürlich ein Problem, weil es jetzt hier vorne auch raussüfft. Das ist natürlich doof. Ja, tja. Gut. Aber das geht erst, wenn die ganzen Bauten hier fertig sind. Wie sieht es hier aus? Dann machen wir bitte Höhe 3. Synchronisiert wird auch. Hier gehen wir mal auf 1,5. Damit wir hier nicht über diese Kante hier absaufen. Okay. Ernsthaft? Echt jetzt? 3 Tage? Ihr verarscht mich doch jetzt, oder? Also, jetzt in meinem Ernst, ey. Wie soll ich denn in 3 Tagen... Jetzt bin ich schon wieder auf Pause gegangen. So, jetzt machen wir erstmal... alle Pumpen an hier. Auch die Notwasserpumpen. Dass wir hier wirklich alles vollkriegen. Mit unseren Produktionen. Und hier müssen wir auch eine neue Wasserpumpe hinsetzen. Idealerweise, die können wir eigentlich schon platzieren. Jawohl. Die bleibt auf normaler Priorität. Und dann müssen wir die hier wegreißen. Und dann hier auch sprengen. Und es geht mir, was das Sprengen angeht, echt noch ein bisschen zu langsam, muss ich sagen. Wir haben jetzt 2 Fabriken. Wir haben 2 Sprengstoffe. Brauchen wir die ganzen Plankenfabriken im Moment? Nee, brauchen wir nicht. Dann pausieren wir die alle mal, inklusive der Getriebefabriken. Wir lassen jetzt wirklich nur die hier arbeiten. 500 auf 500, okay. Dann haben wir da schon mal genügend Energie. Wir müssen jetzt wirklich zusehen, dass wir die Sprengstoffe rankriegen. Wir haben hier Getriebe. Das andere kann jetzt echt erstmal warten. Und auch für diesen Kram braucht man noch keine Getriebe. Okay, das haben wir. Das wird hier bitte auch einmal priorisiert. Das können sie da auch fertigstellen. Okay. Ich hoffe echt, dass wir das schaffen. Ansonsten haben wir wirklich auch wieder nur eine Höhe von 2. Hier vorne auch. Das wäre sehr ärgerlich. Okay, dann machen wir mal schnell weiter. Und jetzt gucken wir mal hier hin. Wir haben 1000 Nahrung. Wow. Also die Karottenproduktion ist hier echt mittlerweile jetzt massiv gesteigert worden. Das heißt aber auch, dass wir hier ein Lager brauchen. Ein vernünftiges. Wir haben ja viel zu wenig Lagerfläche. Wir haben das unterirdische Lager. Und dazu brauchen wir jetzt natürlich... Okay, das platzieren wir schon mal. Das können wir aber denn während der Dürrephase bauen. Die Frage ist, wo wir das hinbauen. Wir hatten ja gesagt, wir wollten unsere Lagerkomplexe gerne hier hinten haben. Und ich würde das auch so beibehalten. Ja, wir stellen das tatsächlich hier hinten in die Ecke, das Lager. Dann haben wir auf jeden Fall auch genug Lagerfläche. Okay, so, das war das Thema. Er muss noch nicht priorisiert werden, das passt alles. Wie gesagt, Priorität haben die Dinger hier. Die müssen fertig werden. Okay. Ist so weit entfernt. Ja gut, da kommen sie aber hin. Ja, müssen sie halt einfach nur machen. Die sind hier vorne noch mit beschäftigt. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Wie weit sind sie hier? Planken 15. Wir haben noch 144 Planken. Ah, 144 sieht ja erstmal gut aus. Oder 100 hier. Das müsste eigentlich für die Bauten alles reichen. Wir haben alles andere jetzt pausiert und bei ihm ist es wurscht. Okay. Gut, dann gucken wir mal, wie das mit der Versorgung aussieht. Das will ich mir jetzt nämlich auch nochmal, das will ich mir auch nochmal in Ruhe angucken. Wir brauchen jetzt in Bieberstein Wasser. Wir brauchen eigentlich auch kein Wasser mehr. Hier wird produziert, die werden gebaut. Ja, wir lassen das nochmal drin in Bieberstein, das Wasser. Wir lassen es nochmal drin.
So, Holzhausen bekommt Beeren und Wasser. Wasser ist hier, glaube ich, auch bald überflüssig, aber noch nicht. Sie bekommen Planken. Ansonsten bekommt Biberstein noch. Moment, wir nehmen das mal raus, den Biberstein, das Wasser. Wir machen das mal so, wir sortieren das mal. Banane ist gestorben, kümmern wir uns gleich drum. Holzhausen bekommt Beeren, Wasser, Planken. Und Holzhausen bekommt bitte auch noch ein paar Karotten. Falls uns die Beeren mal ausgehen. Und wir sind bei 80 Karotten, machen wir bitte auf. Hallo? Auf 50. So. Einmal Karotten auf 50. So, dann haben wir Holzhausen durch. Dann Biberstein kriegt Karotten. Beeren brauchen wir in Biberstein nicht. Die haben sie selbst. Eigentlich brauchen wir auch keine Karotten mehr. Das sollte eigentlich passen in Biberstein. Okay. Biberstein kriegt ein bisschen Holz. Ja, das passt. Ansonsten ist diese Stadt tatsächlich dabei. Das Wasser in Biberstein können wir mal drinnen lassen. Für Notfälle. Haben wir es denn? Das lassen wir mal drin. Aber das Gute ist, das Wasser erinnert sich ja hier am Gesamtvorrat. Ne? Das heißt, wenn hier der Wasservorrat in der Kolonie jetzt unter die Marke, die wir hier eingestellt haben, sinkt. Wir haben ja hier eingestellt, was ist es denn? 30. Dann gibt es hier erst Probleme und dann wird hier was hergebracht. Das ist ja eine extrem coole Mechanik. So, sind die Dinger fertig? Immer noch nicht. Oh, ist das ärgerlich. Okay, dann machen wir ein bisschen schneller. Und wir müssen jetzt echt zusehen, dass das hier fertig wird. Alles andere ist pausiert. Wir produzieren auch Sprengstoff ohne Ende. Wie sieht es mit dem Sprengstoff aus? Da können wir auch bald sprengen. Ich würde sagen, die Sprengung machen wir schon mal. Und Zündung. Sehr cool. Wieder ein bisschen mehr Wasser für uns. Dann können wir eigentlich auch hier schon mal sprengen. Nee, da warten wir noch ein bisschen. Wir produzieren ja noch genug. Okay, gut. Und wenn er hier fertig ist, dann können wir eigentlich in der nächsten Dürre, können wir eigentlich die beiden abreißen, hier Sprengstoff hinsetzen und die beiden Pumpen wieder in Betrieb nehmen und dann die Tiefe von 2 entsprechend auch hier ausnutzen. Sehr schön. So, wie sieht es hinten aus? Er ist fertig. Ah, sehr gut. Dann können wir tatsächlich jetzt mal auf Geschwindigkeit 1 gehen und die hier mal ganz dreist abreißen. Und die hier bitte auf eine Höhe von 2. Ah, nee. Das geht noch nicht. Das war mein Fehler. Das können wir noch nicht machen. 2 geht noch nicht. Aber ansonsten hier Probleme bekommen. Wir müssen nämlich jetzt erst die noch fertig kriegen. Oh Mann, ey, ich hoffe, das klappt. Habe ich jetzt... Doch, ich habe wieder auf 1,5 gemacht. Ja, das müsste eigentlich passen. Genau. Die sind jetzt überschwemmt, aber das ist kein großes Problem. Was mir halt Sorgen macht, dass wir hier bei dem Wasser noch nicht durch sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt machen wir da nochmal eine Priorität höher. Dann schauen wir mal, dass wir den guten Banana mittlerweile in der Generation 6. Nein, Unsinn. Natürlich in der Generation 5 hier in unserer Kolonie wieder zurück ins Leben holen. Okay, gut. Hier sieht es auch gut aus. Hier wird auch gebaut. Hier vorne haben wir immer noch ein paar Probleme. Da müssen wir mal gucken, wie wir hier unten echt rankommen. Ich habe echt keine Idee. Das Ding ist jetzt auch überflüssig. Tja, von oben bauen bringt jetzt auch nicht so viel. Okay, das gucken wir uns, wenn es soweit ist. Wir lassen die Biber erstmal bauen. Und dann geht es auch weiter. So, 0,8 Tage stehen auf der Uhr. Bei 0,5 Tagen müssen wir anfangen hier zu sperren. 0,7. Also zumindest das Ding ist ja voll. Ob wir das noch schaffen hier vorne? Ah, das ist sehr unwahrscheinlich. Ich meine, wir haben alles auf Lager, ne? Wir müssen es halt nur hinbringen. Wir haben 9 Arbeitslose. Dann könnten wir tatsächlich mal gucken, dass wir die hier mal reinpacken. Dass die hier mal helfen. So, ist noch irgendjemand gestorben? Nee. Also es wäre schon toll, wenn wir das hinkriegen. Einer ist fertig. Ja, wir lassen die auch mal ein bisschen länger arbeiten.
20 Uhr sollte hoffentlich passen. Dann machen wir erstmal ein bisschen schneller. Wenn wir langsamer sind, bringt uns das ja auch nichts. Okay, sehr schön. Hier ist es eigentlich jetzt auch voll, das Ganze. Ja. Das sieht ja erstmal ganz gut aus. Die Wasserspeicher sind voll. Jetzt haben wir hier für 6 Biber, haben wir hier jetzt 60 Wasser. Das reicht erstmal ein paar Tage. Und den Rest bringen wir dann von woanders hin. So. Jetzt kommen die Planken. Wie viele Planken haben wir noch auf Lager? Ja, auch ausreichend. Wir können derweil schon mal die nächste Sprengung uns angucken. Muss mal ein bisschen langsamer machen. Denn wir brauchen jetzt auch noch gleich die... Ja, sehr gut. Da können wir schon mal sprengen. Jawohl, sehr cool. Dann können wir hier ein bisschen mehr Wasser speichern. Sehr schön. Und dann machen wir einmal bitte... Machen wir hier zu. Hier will ich jetzt auf 2 speichern. Vielleicht sogar ein bisschen höher. Denn ich habe so die Befürchtung, dass das hier relativ schnell geht. Das hier zu speichern. Nee, wir sind hier noch bei 1,5. Ja, weil das hier hinten reinfließt. Aber er ist voll hier, ne? Er ist bei 1,95. Ah, die Dinger sind relativ voll jetzt tatsächlich. Also da haben wir Gott sei Dank nicht so viele Probleme. Wir gucken mal hier, wie voll sind wir? Der Tank ist immer noch nicht voll. Wahnsinn. Was haben wir da? Planken fehlen. Ah, ich weiß nicht, ob das noch was wird. Aber ist ja auch kein großes Problem. So, hier haben wir jetzt die Kiste voll. Okay, da wollen wir jetzt auch nicht zu viel reinfüllen. Deswegen machen wir das Ding jetzt zu hier. Und jetzt haben wir hier echt ein kleines Wasserproblem. Das hätte ich ja nicht gedacht. Dann machen wir tatsächlich das Ding zu. Und lassen das von hier noch ein bisschen reinlaufen. Aber der ist echt voll, ne? Okay. Dann einmal hier noch zumachen. Wollen ja nicht, dass wir hier komplett absaufen. Ja, wir sind randvoll. Das Ding ist randvoll. Aber okay, so ist ja auch der Plan gewesen. Hier hinten sifft es ein bisschen rüber, aber das macht hier kein Problem. Wir könnten dann tatsächlich nochmal hier aufmachen. Und das da reinlaufen lassen. Und da nochmal voll. Und da das Ganze nochmal voll machen. Und dann da nochmal aufmachen ein bisschen. Hier sinkt es jetzt ein wenig, dass wir den nochmal voll laufen lassen. Wir haben ja noch ein bisschen. Machen wir da nochmal auf. Dass es da auch nochmal nachläuft, bitte. Und ihr seht mal, oh, wie voll das jetzt hier hinten ist, ne? Wahnsinn. Was haben wir hier? 1,98 sieht gut aus. Dann machen wir hier jetzt zu. Einmal die ganzen Dinger zu, bitte. Dann bitte einmal hierzu. Und hier ist auch voll, hoffe ich. Jawohl. Gut, dann lassen wir das auch nochmal voll laufen und dann machen wir da vorne auch zu. Perfekt. So, wir brauchen, ihr seht es, wir brauchen auch mehr Pumpen. Wir haben nämlich echt zu wenig Pumpen. Also einmal dazu. Wunderbar. Gut, haben wir das auch. Dann sind alle unsere Speicher voll und jetzt bin ich gespannt, wie viele Tage wir bekommen werden. Und haben wir das Ding hier fertig? Ah, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Wir haben es nicht ganz geschafft, aber gut, dafür dann in der nächsten Dürre kriegen wir das hin. So, ach komm, 18 Tage ist ja kein Problem. Also das ist ja nun wirklich kein Thema. Gut. Dann lassen wir unsere Biber mal weiterarbeiten und gehen hier zurück auf 16 Stunden Arbeitszeit. Und dann machen wir erstmal das Projekt hier fertig. Na toll, jetzt ist es fertig. Ernsthaft. Okay, einmal ganz hoch. Und dann sind wir jetzt hier bei unserem Großtank auch fertig und kümmern uns jetzt hier hinten um unsere unendliche Energie und können tatsächlich auch hier die Produktion der Planken wieder anfahren. Und der Getriebeteile. Wir machen mal eine Planke mehr als Getriebe, sodass wir dort weitermachen. So, was ist hier? Da fehlen Pfade.
Ja, die wollen wir natürlich auch einzeichnen. Einmal dahin bitte. Und dann können wir hier vorne noch weitere Häuser platzieren. Und dann eventuell sogar schon ein bisschen höher gehen. Einmal dahin und einmal dahin. Okay, sehr gut. Dann können wir die nächste Sprengung machen, nämlich hier vorne. Und tatsächlich die jetzt hier abreißen. Die müssen weg und jetzt gehen wir tatsächlich mal ein bisschen langsamer. Und jetzt platzieren wir Sprengstoff bitte einmal da und da. Und der wird auf jeden Fall auch die Priorität 1 bekommen. Also, der ist wichtig. Und danach den Sprengstoff dort, das können wir auch schon mal sprengen hier. Wunderbar. So, und wenn wir die fertig haben, bauen wir da weitere Wasserpumpen. Und auch hier will ich eine weitere Wasserpumpe hinsetzen. Denn ich habe gesehen, dass die Zeiten der Dürre oder der Nicht-Dürre doch jetzt echt wenig werden. Da müssen wir zusehen, dass wir hier wirklich so viel Wasser rauspumpen, wie nur irgendwie möglich ist. So, okay, passt. Die Pumpen sind auch schon wieder da. 1,6... Ach, verdammte Axt. Die Pumpen laufen ja noch. Ah, das war jetzt natürlich ein Fail. Das war böse. Ich hoffe, dass das keine Probleme gibt. Wir könnten natürlich immer noch ein bisschen Wasser zurückfließen lassen. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Hier sind eine ganze Menge neue Biber geboren worden, die bald nachrücken. Okay. So, energiemäßig, wie sieht's aus? Ja, bescheiden. Sehr bescheiden. Was wir jetzt übrigens auch machen könnten, ist tatsächlich ihn hier bauen. 1400 können wir uns locker leisten. Und das könnten wir auch tatsächlich direkt hier hinten hin platzieren. Und das sollten wir auch tatsächlich dann hier ranbringen. Da ist ja eh noch nichts dran, was wirklich wichtig ist. Einmal bitte dahin. Und einmal dahin. So. Okay, dann kriegen wir da wieder ein bisschen mehr Energie. Das sind insgesamt 300 PS. Ich meine, unser Netzwerk hat ja schon, wenn der Wind mal weht, nicht so wenig. Und echt, unser Holz ist voll. Leute, wie kann das denn passieren? Dann können wir tatsächlich, wenn das hier hinten funktioniert, dann machen wir die beiden Holzfälle jetzt hier an. Werden die Priorität zum Bauen hier erhöhen. Und werden tatsächlich hier diesen ganzen Bereich jetzt hier abholzen. Beziehungsweise sogar wegnehmen. Also, wir reißen einmal den ganzen Teil hier weg. Das kann weg, bitte. Und dann kommt hier vorne ein Bauernhaus hin. Da machen wir eventuell sogar zwei Bauernhäuser. Und dann gibt es hier vorne endlich Weizen. Und dann können wir uns tatsächlich auch schon, ich weiß nicht, habe ich die freigeschaltet, die Getreidemühle bitte, jawohl. Und einmal die Bäckerei, auch jawohl, zack, auch freischalten. Und dann machen wir uns direkt hier vorne an diese Energiepunkte. Da bauen wir uns zwei Getreidemühlen hin. Das müsste eigentlich von hier aus versorgt werden, in meinen Augen. Und mit diesen beiden Getreidemühlen werden wir dann eine Bäckerei versorgen. Und die bauen wir uns... Ja, die hätte ich gerne hier hingebaut irgendwo. Na gut, ich meine, wir haben ja hier genug Platz. Aber hier möchte ich halt weitere Gebäude zur Produktion bauen. Dann setzen wir uns das am besten... Also wenn ich ehrlich bin, würde ich es gerne hier wegspringen. Das hier. Aber da kommen wir nicht ran. Passt das hier rein, die Bäckerei? Jawohl, sehr gut. Dann bauen wir es dahin. Sehr schön. Dann kriegen wir das auch hin. Und dann kommen wir jetzt zur Bäckerei, ihr Lieben. Das ist super. Okay. Gut, was haben wir noch zu tun heute? Wir haben die Befehle hier gegeben. Dann können wir jetzt eigentlich ein bisschen schneller machen. Können eigentlich auch mal die Pumpe deaktivieren. Vier Pumpen.
Ach, guck mal, wir haben 2000 Wasser. Wir gehen jetzt mal auf 2 Pumpen. Das müsste hier sogar reichen. Wollen es mal nicht übertreiben hier. Hier brauchen wir auch noch Wasser. Das sollte auch passen. Okay. Wir könnten übrigens als nächste Großbaustelle tatsächlich versuchen, dass wir die Welt hier noch ein bisschen weiter aufstauen. Das wär auch noch eine Möglichkeit. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Wenn hier, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn das Wasser hier reinläuft, können wir über das Level der Steine hinauf rausstauen? Das heißt, wenn wir hier eine Mauer bauen, hier vorne, würde es dann über die Steine rauslaufen oder würde es in der Welt bleiben? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das wäre auf jeden Fall auch noch ein Konzept für die Zukunft. So, haben wir jetzt hier den Sprengstoff fertig? Immer noch nicht. Gibt's auch gar nicht. Na gut. So, wie sieht's da aus? Die große Windmühle. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, diese großen Wassertanks brauchen wir im Moment noch nicht. Aber wir lassen das trotzdem mal pausiert stehen. Ich glaube, wir bauen aber tatsächlich erstmal die Teile hier hinten fertig. Hier ist das Holz auch soweit voll. Wir haben hier mehr als genug Bauarbeiter. Wir können hier sogar noch ein paar mehr reinsetzen. Immer noch besser als dort. Wasser ist hier auch genug vorhanden. Okay, ja, das sieht erstmal ganz gut aus. Die Frage ist nur, ob wir wirklich... Wir machen das mal wie folgt. Wir werden den einen hier abreißen. Die ganze Rotte. Ich meine, am Ende des Tages wissen wir ja, was da gebaut werden soll. Dann gehen wir in die Prioritäten und werden ihm ganz klar sagen, dass er das hier bitte alles zuerst baut. Jetzt gehen wir nochmal ein paar Ebenen runter. Noch eine Ebene. Ja. Das bitte zuerst jetzt bauen. Moment. Nein. Moment. Jetzt haben wir schon wieder Quatsch gemacht. Jetzt muss ich ganz schnell nochmal die Prioritäten ändern. So. Also, wir sind ja noch eine Ebene tiefer. Wir sind ja da hinten. Ah. Also, einmal da vorne auf maximale Priorität. Okay. Dann den dahinter auf die entsprechende Priorität. Davor bitte alles auf normal. Ja, passt. Dann werden wir alles andere einmal auf rot setzen, dass das auch ja nicht gebaut wird. Okay. Und die hier bekommen bitte die Priorität niedrig. Da müssten sie eigentlich auch rankommen. Hier schräg müssten sie da auch rankommen. Okay. Und dann hoffe ich mal, dass wir das jetzt hier vernünftig durchbauen, das Ganze. Jetzt gehen wir nochmal nach oben und gucken mal, wie es aussieht. Das sieht gut aus. Da kommen wir dann mit einer Treppe ran von hier aus. Das sehen wir hier, da kommen wir ran. Das passt. Das heißt, da können wir die Priorität auch auf normal setzen. Da kommen unsere Biber eigentlich auch ran. Ach, wir haben hier oben den Pfad nicht gebaut. Okay. Einmal dahin bitte. Einmal dahin. Da müssten sie da aber rankommen. Ja. Das passt. Dann müssen wir da vorne die Pfade auch hinlegen. Und dann kommen sie hier hin. Sehr schön. Gut. Dann bauen wir das jetzt so und dann werden wir die Mauer hier wieder zurückerobern. Und dann bin ich echt mal gespannt, Leute. Guckt euch das an. Das erste Rad steht schon. Unsere unendliche Energie kriegt langsam Formen. Und wie es damit weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Morgen. Macht's gut. Bis dahin. Euer Strategiene. Ciao, ciao.